Ja. Reise nach Zwillingsfuß. Du hast erfahren, dass die Bronzene Botschaft dort ist. Und ich habe noch ein paar Nebenquests. Begib dich zum Dorf und stelle fest, wie viele Siedler den Angriff überlebt haben. Ja, das Dorf Holztal. Finde Gino im abtrünnigen Sumpf und so weiter. Ja, Holztal ist hier. Der abtrünnige Sumpf ist noch nicht erreichbar. Ja, aber muss ich erst wissen, wo die Bruderschaft aktiv ist, dass ich dort einfallen kann. Ich kann jetzt aber erstmal nach Holztal reisen. Yes. Das Problem ist, der einzige Übergang ist hier. Auch wenn die Bruderschaft hier entkommen ist. Und ja, Beric lasse ich jetzt mal mit dem minus 10% Gesundheit. Das hält der aus. Er hat ja immer noch fast 230 Gesundheit. Das ist mehr als andere haben. Außer Töne dem Schatten. Die hatten verdammt viel Gesundheit. Das braucht sie aber ohne Rüstung. So, dann reisen wir mal nach Holztal. Ein paar Chormitglieder abmurksen, bevor das Dorf niedergebrannt wird, ist nämlich eine gute Idee. Dass ich es nicht so wie die Trapperkreuzung wieder vergeige. Oh Gott, Tiermenschen auch noch. Das heißt, wir stärken uns. Sie kann sich auch stärken, zum Glück. So. Slow and steady. Das hier sieht leider nicht sonderlich nach Geiseln aus. Nope, will not. Das macht verdammt viel Schaden, muss ich ehrlich zugeben. Funktioniert das auch bei einem Tiermenschen? Scheinbar. Also das finde ich bei Tötet im Schatten ziemlich nice, dass ich sie so auf Gegner hetzen kann. I got it. Das hier ist jetzt wieder eine größere Gruppe. Bluthund, Horden, sind aber hauptsächlich Hordenmitglieder und ein Wüter. Und ein Tiermann, aber der ist nicht so stark. From the record. Und das ging schief. Kills in Shadow understands. Anything for Alpha to Kills in Shadow. Und da geht's los. Merrick. Dann muss erstmal der Magier weg. Wobei, die steht gerade so schön. Oh.
ist Beric gerade? Felt nothing. Nadwe. Und ich habe besser sie auch mal heilen. Strong. Genau, nochmal auf den. Landry. Apologies, but. Ja. Du hast noch Abklingzeit, das heißt, Beric, taunte mal ein bisschen. Ich find's lustig, dass der Bluttod hier rumsteht. Landry, heil dich. So fast. Die einfachen Hordenmitglieder sind zum Glück kein so großes Problem. Ach so, die explodieren. Die Bluthunde. Entferne die Fesseln der Gefangenen. So. Dann mal zurück zur Lydians Kreuzung mit euch. Die da auch befreien. Was haben wir hier noch Schönes drin? Etwas Wasser. Ach, da oben wäre noch was zum Plündern gewesen. Das holen wir uns nachher gleich. Beric und Laundry. Right. Du bist ein Blutkantor, das heißt, du musst schnell sterben. Alpha to kills in Shadow. Die Tierfrau, Mystikerin. What the hell? Okay. Die muss ganz schnell sterben, die Landry sieht nicht gut aus. Oh, Gott sei Dank hatte Landry jetzt ein Level up. Beric, zieh mal die auf dich. Ich schrei mal. I'll do it, Ken. So, Speerstoß. Landry, Schutz. Gut. Pay attention, kids. You might learn. Landry, hast du eine Heilung für Tötet den Schatten? Da ist ja noch eine Mystikerin. So, Tötet im Schatten. Hau mal die Mystikerin. Oh ja. Mach das bitte schnell, bevor du stirbst, Landry. Ready? Gut, das hat gesessen. So, jetzt muss noch das Horn und die Tier weg.
Landry, setzt du dich mal ab. Und gut. Puh. Hordenstiefel in Lila. Nö, die behalte ich mal und gib sie. Right. Unserer eigenen Hordenmitglied. So, Dörfler sind frei. Danke, Schicksalsbinder. Bitteschön. Da war ein Handschuh dabei. So, Landry. Erhöht die von zweiter Abend wiederhergestellte Gesundheit deutlich und beschützt den wiederbelebenden Charakter nach der Wiederbelebung für kurze Zeit vor Schaden. Ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wenn ich das jetzt mal nehme. Und hier. Bist du eigentlich. Bist du eigentlich Fernkampfwaffen? Wo ist ein Wurf? Haben sie Wurfwaffen rausgenommen und zu Einhandwaffen gemacht? Einhand- und Wurfwaffen, aha. Oder bin ich jetzt zu blind, um Wurfwaffen zu sehen? Die haben wirklich Wurfwaffen rausgenommen beim Patchen. Okay, dann bei dir erstmal Lebenspunkte. I got it. Warum ist bei Landry der Kreis gelb? Das kann ja noch nicht jetzt Max-Level sein. On it. So, jetzt können wir wieder zum Turm des Sonnenuntergangs zurück. Ich habe übrigens mal eingestellt, dass die Namen angezeigt werden auf der Karte. Für diejenigen von euch, denen das noch nicht aufgefallen ist. Komm, lad. Na komm schon. Dann gehen wir jetzt schnell zu Viantra, geben die Quest ab. Ich finde das echt schräg, dass sie Wurfwaffen rausgenommen haben. Ja, der Chor ist tot, seine Geister sind befreit. Danke. Jede Tat, die im Namen der Geschmähten begangen wird, hilft dabei, unseren Namen in den Herzen des Stufenvolks zu festigen. Quest abgeschlossen, Überbleibsel. Bringt mir gar nichts. Nein. Gut, ich werde jetzt speichern. Falsche Taste. Spiel speichern. Das wäre dann LP 022.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.